Warlords of Draenor! Hi. Hi, wir sind bei Teil 7. Sag mal was, jemand. Hi. Teil 7. Oh ja. Wir haben jetzt natürlich auch einen Tag gewartet, bevor wir weitermachen. Ja, 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 ganz klar. Ich bin gerade erst aufgestanden. Arbeitest du nicht? Oh, warte mal. Ich hatte. 8.42 Uhr steht bei mir. Gut. Die Frage, was für ihr Pullen, stellt sich dann nicht mehr? Übrigens, die keine ja. Ja. Oh, okay. Starfall-Pullen ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, dass einfach Starfall entscheiden, was alles kommt. Nein. Wow, oh, wo er mich hingekickt hat. Ja. Ich komme gleich wieder. Ja, ja, oh, ich wollte dich brücken, aber irgendwie ist mein Griff verängstigt. Du? Ja, ich wurde halt... Dieses Starfall, holy shit. Thanks, Starfall. Wir kalten einfach. Ja. Echt? Na gut. Ich lauf rein, sonst komme ich entgegen. Ja. NP. Das hat so ein Cone auf dem Boden, nach 2 Sekunden kickt die Leute weg. Ja, ich bin da schon rausgelaufen, nur dann war ich verängstigt, leider. Also wir nehmen den Zweitkleiner. Und wurde um die Ecke. Weit ja, das ist der allererste, ne? Holy, es passiert mit ihm nichts. Komm am besten zu Vanden, weil da gehe ich jetzt auch hin. Oh, ich sehe schon einen. Boah, der jetzt unten oder der oben? What? Ja, und was machen die hier mit mir, ey? Komm jetzt runter, so. Wo bist du? Du musst ihn mir abnehmen, Vanden. Ja, ich. Da kommt gleich der Eingang. Komm, nein, komm zurück, ich laufe entgegen. Komm wieder hoch zum ersten Boss. Ja, ich bin dabei. Ja, bin da, bin da. Wir sind nur irgendwie. Hast du eine Set? Das ist gut. Waffe nochmal in, Porky, ich bin direkt hinter dir. Ja, okay, Moment. Oh nein, bitte. Was ist hier los? Was ist go, go, ich komm wieder. Ich hab sie mal ein bisschen gekreitet. Boah, dann fallen sie rein. Ich muss jetzt in Lenin. Ja, ich bin gleich da. Oh, ich hab XP bekommen. Einer ist schon wieder tot. Ja, ich töte die gerade alle. Auf, da gibt's gleich wieder XP. Der ist hier, glaube ich, auch noch enraged. Haben wir noch was? Ja, einen großen. Achso, ja, ich meine, abgesehen von dem, den ich schon tanke, Lukas. So. Nee, ich glaub nicht. Ja, souverän, oder? Ja, geplant, ja. Oder? Können wir uns darauf einigen, dass wir nicht rumlaufen wie im Hühnerstall? Irgendwie bricht jeder dritte Cast bei mir ab. Naja, ist im Normalfall würden wir jetzt vielleicht das auch nicht alles pullen, ne? Ja, ja. Passt schon. Mal sehen, ob der Tankumhang doch geht. Das scheint hier wieder nötig zu sein. Ich wollte gerade sagen, in Anbetracht des Balkons, auf dem wir langsam aber sicher zusteuern, dass vielleicht Personen mit Wasserelementar, wir machen zuerst den, ich brauche unbedingt Keybindings dafür, Totenkopf. Kann einer von euch Enrage wegmachen? Nee, ne? Ja. Die machen nämlich einen, oh, die machen nämlich einen Enrage. Jetzt so. Komm, eins ist weg. Scheint nicht so richtig schwierig zu sein. Naja, vielleicht doch. Soll ich mal Schaden sehen? Aber das Schwierigste ist hier dieser komische, dieses komische Zeug am Boden. Sind beide groß und rot. Ja, ich hab ihn klein gemacht. Hat auch gut geklappt, die zu fokussen, finde ich. Man merkt richtig, wie früher der eine tot war. So. Hier ist noch was, ne? Den machen wir auch mal. Den pullt uns gleich. Neko, der vibet uns ja immer hier heute den ganzen Abend schon. Natürlich, sink ich auch rein. Da kann kein Schaden mehr. Dann bin ich nicht weggeflogen, das heißt, die Mobs waren es nicht. Ja, das war irgendwas anderes, aber. Wohl ist es nicht auch in der alten so, in dem jetzigen UBS? Diese komischen Orks, wenn ihr einen Uncharge, dass man zurückfliegt, war da nicht irgendwas? Kann sein. Ich glaube, es waren die Orks. Dann kommen die jetzt. Ja, Lawmaster, weißt du. Ach so, ja. Dann könnte er ja schon mal hier mit um die Ecke kommen.
und dass ihr nicht reingeportet werdet. Um die Ecke kommen. Irgendwas beschwört jetzt hier einer. Das war schön, das waren Nameplates. Ich habe da noch nicht die aktuellsten, glaube ich. Dass sie anzeigen würden, von wem ich keine Agro habe, aber. Das ist zu viel verlangt wahrscheinlich. Muss ich mal mit Nisha reden, ne? Oder auch nicht. Er hat aufgehört im Moment wieder, ne? Ich weiß nicht. Er konzentriert sich auf Sport, hat er mir erzählt. Oh, Achtung! Ja, komm, was? Oh. Wow. Es war aber jetzt Glück, dass wir nicht runtergegangen sind, oder? War das da voll oder wie sind die hier hingekommen? Ich würde sie jetzt nicht abstreiten. Ist der auf Live auch schon so ätzend oder ist das hier? Ja, ist immer nur auf PTR und Beta, wo man immer alles pullt. So. Springen wir mal rein. Dann geht's wieder mal los. Eiserner Marsch tötet sie. Tötet die in dem Kleid. So, whoops. Ja, easy. Starfall. Ja, das ist der richtige Pull für mich. Na, die mit dem wenig AP, da gehe ich jetzt nicht noch nach vorne. Das schafft ihr wohl auch so. Kriegen wir hin. So. Das war jetzt aber einfach. Schon was hinter dem Tor steht, alles, oder? Oh. Achso, die sterben ja auch relativ schnell. Oh. Okay. Das Heal Debuff 5% weniger. Ich guck gleich das mal. PCD. Hat auch sonstige Sachen an, aber. Soll ich mal ein LOH aus, oder? Hab ich irgendwie den blauen Maustaste gebindet? Nein, scheiße. Wieder so ein Heal-Debuff, oder? Nein, nee, das ist nur wieder der Slow-Debuff vom Postfall. Achso, ja, damit kann ich leben. Oh, interrupt ihn mal wer. B. Ich glaub, ja, den nicht. Doch, zwei richtige. Der Ingenieur macht das ja. Ruft er wen? Nein, der die Summoner rufen die Veteran. So. Engine macht diesen Debuff durch 3 Sekunden. Ne? Ich hab auch Rüstung zerreißen. Oh, Boss kommt. Ey, das ist glaube ich nur so ein. Oder? Doch, der fliegt doch hier dann rum. War das nicht der? Kann ich auf jeden Fall nicht tanken. Jetzt holt er seinen Freund ab. Da hockt der drauf. Ja. Der ist halt draufgesprungen. Er wird wahrscheinlich irgendwann absteigen, oder ist er das schon? Nee, ne? Wahrscheinlich runterkommen, wenn der Drache tot ist. Ja. Oder jetzt. Ich glaube, der Drache macht das random in irgendeine Richtung übrigens. Also sein Breath.
meine nicht, dass ich das, Streitachs dafür. So. Die wirbelt dann so rum. Holy. Oh, wir kommen hier. Wer ist das? Oh, der kennt blaue Sache. Freundlich. Ah, da kommen noch Eds. Ach, das war dieser kleine blaue Drache von der LBS. Okay, der ist auch wieder da. Ihr habt mir das Leben gerettet, das wird Zeit, dass ich mich für den Gefallen erwidere. Wann haben wir ihm das Leben kleine, gerettet? Der kleine, der verprügelt wurde. Hinten zwei Orks. Oh, was geht jetzt? Ein bisschen mehr Leben. Töte den Boss. Würde ich sagen. Und zwar schnell. Ja. Was sag? Ja, ich brauch sonstige Debuffs. Ich glaube, die gehen dann weg. Ja, hauen sie ab. Wow. Die ganken wir. Fertig. Oh, da ist ein neuer. Jetzt kommt der wieder zurück. Neuer. Davon. So, nicht langweilig wird, ne? Na, guck mal, jetzt kommt er ständig. Fliegt wieder weg. Wir haben mir das Leben gerettet. Also in einer Endlosschleife gefangen. Oh, scheiße. Ja, er will uns halt den Gefallen so, ne, zurück. Ja, 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 tausendfach quasi. Ja. Bedankt bei jedem Einzelnen. Ja. Der 10 Millionen Spieler, oder was? Ja. Fünfmal, für jeden einmal. Gut, das ist jetzt schon Nummer 6 und 7, aber... Hey, was soll's, ne? Oh, 7 Minuten haben wir noch. Ist dann der Goldtimer um? Oh. Wer ist er? Ja. Der sieht ein bisschen böse aus. Dann stehen wir wieder am Eingang. Nein, 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 wir werden nicht rausgeportet, oder? Das wäre jetzt echt doof. Ich bin verängstigt. Also. Schon. Ja. Oh, die 7 Minuten machen mir auch Angst. Oh, muss das hier den großen Kümmer schon. Oh. Killt er mal, der ist auch, glaube ich. Wo ist er halt? Puh. Standbilder hast du hier? Ja, es liegt aber jetzt eigentlich nicht mehr machen, aber das Tor ist zu. So, aber ich pull den mal hoch. Keine Ahnung, ich hab da was reingeworfen. Ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind auch selber schuld. Wir könnten hier auch CC'en, ne? Aber. Geil, ich probier mal, ob ich einen übernehmen kann. Mit Starfall ist das natürlich so eine Sache. CC'en. Oh ja, ich hab einen. Die rennen doch irgendwie weg und holen ihre Freunde oder irgendwas. Ach ja, da ja, ist wo du das so sagst. Gleich kommt 1000 Ads oder so. Richtig. Lass uns einfach den hier machen und wir müssen jetzt halt die Ads machen. Was sollen wir tun? Oh, da kommt sie. Bitte. Oh, das ist geil. Ads. Okay. Stell euch hinter mich, ich hab's da. Einfach schnell töten. Oh, jetzt sind wir gefiert. Auch gefiert. Bin verängstigt. Achso, ihr auch. Oh, ich mach keinen Schaden als MP. Das ist bisher alles noch ganz gut. Bei Normal Move bin ich hier, glaube ich, gewiped. Ja. Ich hab nämlich auch gegessen. Ja, da warst du ja auch nicht mit den Special Forces hier drin. Hawkeye war nicht dabei. Ich habe eben einen, der wieder weggelaufen ist, versucht meinen zu kontrollen, ist mir auch gelungen, aber der hat dann einfach seinen Weg fortgeführt. Und mehr dazu auch nicht interessiert. Scheißegal, ob du mich mein Controlled hast. Ja. Ich renn trotzdem weiter. Boah, nee, doch noch nicht. Doch. Nee. Erst links, oder? Ja, sicher, sicher. Da. Ich will erst die machen das übrigens wieder. Wieder zwei Käfige, ja. War nicht der Hund? Ja, ist auch noch immer der Alex, ein bisschen kleiner. So, geht los. Ich wollte sagen, ein bisschen sehr klein, oder? Ja. Ist geschrumpft. Nice try. So, da laufen sie, da laufen sie. Zu den drei Käfigen. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Haben sie Stun dabei? Vier Käfer. Beiden gestoppt, aber. Stopp. Wenn man sie stunt, hören sie auf. Dann kommen sie zurück. Ach,
Boah, ich habe gerade herausgefunden, dass Blizzard den Cooldown von Frozen Orb zurücksetze. Wie krass ist das denn? Da rennt so ein Babywelpen. Und jetzt macht das neu. Schade. Na, es hätte ja sein können, ne? Ja, aber man kann es halt dann verzögern, vielleicht für Challenge Mode dann mal. Irgendwann. Ja, man muss ja vorausschauen denken. Ja, lande schon mal die Challenge Mode Route. Ah ja. Ja, was denn sonst? Wenn ihr WoD Challenge Mods kaufen wollt, könnt ihr euch melden. Genau. Und ihr plant jetzt extra mit für euch. Nur mir, ja, ja, ich bin Shots stark. Und ihr so einen Gutscheincode machen. Richtig. Wird günstiger, wenn ihr schreibt Kläne mit dem Gutscheincode na, Kläne, Hawkeye. Ist der Gutscheincode? Hawkeye an. Hawkeye, ja. Und ihr kriegt 5000 Gold Rabatt. So. Machen wir. Was machen wir die eigentlich? Ist das ein Boss? Ich weiß nicht so richtig. Ja, ist der Sohn der Beste? Der Drache schreit immer noch. Ist das der Sohn des Biestes? Ihr Analphabeten. Ist das mal. Ich helfe euch. Ich helfe euch. Kein Problem. Er bedankt sich immer noch bei uns. Ups. Kein Ding. Hey. Hört ihr mir zu, Freunde? Ist was der Sohn vom Biest? Ja, steht er da. Hey, ja. Kommt bestimmt die Mami. Nee. Das doch, irgendwas tot. Kommt hier doch noch. Meine ich. Ja, ja, wenn das alles ist, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch kein Boss. Steht ja nicht mit auf der Liste. Wir müssen ja gleich, das wird ja richtig lustig auf der Brücke. Ja, ich glaube, dafür brauchen wir zwei Teile. Immer ich. Das könnte sein für die Brücke alleine, meinst du? Wie viel waren wir dann schon wieder? Sinkt, na, noch haben wir ein bisschen Zeit. In diesem Teil. 3 Minuten sind wir am Eingang. Das glaube ich nicht. Ich schon. Ich glaube, man ist, darf das einfach weitermachen. Oder wir kriegen einfach eine neue ID. So, gibt's dafür Loot? Nichts. Was? Nichts gibt's. Wow. Aber der Drache ist noch da, ich meine, das ist ja auch schön. Mit den Welpenkäfigen? Kein Boss. Da können wir Porky drin einsperren. Das spielt ja gar kein Gnome. Gut, kommen nochmal zwei so lustige. Ich hab bestimmt in den Comments geflammt, weil ich das mit der Frozen Orb nicht wusste. Ach, da war ich. Ja, zu Recht. Ich bin ja auch Main Parler, wie jeder weiß. Oh, ich bin verängstigt. Das ist gar nicht mal so wenig Schaden, wenn die da auf einmal ihren Berserker-Modus anmachen. Gut. Schon relativ low. Ja, ich mach die ganze Zeit Damage, dass die ja dann droppen. Ach so. Irgendwas. Guck da mal ins Damage wieder, hallo? 2,8 KTPS? Ja, stimmt, hallo? Die Hälfte von mir. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, das ist ein lustiger Boss, der nicht da ist. Kennt ihr den? Ja, ne? Hier sind Raketenküken. Ich hab den schon mal gemacht, aber es vergessen. Hier sind Raketenküken. Also alles, was wir nicht zusammen gemacht haben, kenne ich nicht. Okay, ich geh mal auf die Brücke. Wahrscheinlich kommt er dann. Ist voll lustig, Kläne. Du musst halt rauslaufen. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Achtung, Kläne. Sollte man nicht knubbeln irgendwie, oder so? Ja. Au, hör auf mich. Irgendwie muss man sich verteilen, oder irgendwie. Oder alle auf eine Seite, irgendwie sowas. Ja, er braft auf jeden Fall gleich in irgendeine Richtung. Backgeber, aber ist der. Man muss sich irgendwie an den Rand stellen, dass man ausweichen kann, oder irgendwie. Was? Annehmen. Vor annehmen. Achtung, ja, da jetzt Brücke, weg. Du bist. Auf die andere Seite, weil wenn er da drin steht. Oh. Okay. Was machen wir, wenn er jetzt bei der anderen anfängt? Man muss einfach in der Mitte stehen, oder? Nee, ja, auch keinen Sinn. Und den Schaden mitnehmen, meinst du? Oh, jetzt kommt so, jetzt kommen Helden. AE, oh, Achtung, da raus eigentlich. Halt. Ja. Oh, guck mal, ich kann die Welt nur stunnen. Das ist natürlich schön. Wir entkommen alle. Oh fuck. Und er ist wieder da. Okay, jetzt wieder in der Mitte zusammen. Jetzt ist er rüber zu mir. Okay, brauchen wir. Ich bin leider desorientiert. Aber die Welt mit Geschichte. Die Schäden, ich nuke einfach den Boss. Irgendwie disoriented ihr die. Ach Quatsch, evaded ihr die. Ja, das ist von alleine, glaube ich. Machen wir einfach ein paar bei der nächsten Welle weg.
Kann man jetzt hier rüber gehen und kriegt dann keinen Schaden? Wow, ja. er ist einfach in Breath gelaufen. Einfach vor ihm stehen und dann... Warum sterbe ich? Aber... Naja, ja. Jetzt muss ich auf die Schaden machen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man hier mit der Kamera, wenn man irgendwo mal am Rand steht, dass überall irgendwelche Sachen sind, die deine Kamera halt so komisch nah ranzoomen lassen. Wo man sich irgendwo ganz am Rand stellen will. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen, jetzt in der Beta. Also nicht so optimal war, dass sich die Welpen ständig resettet haben. Was aber eher Blizzards Fehler ist, würde ich sagen. Ist ja nicht so, dass ihr euch irgendwo komisch hingestellt habt, oder? Nee. Der Drache. Ja, der ist in seiner Endlosschleife gefangen. Vielleicht sollte er uns ja auch beim nächsten Boss noch helfen und kann das jetzt nicht, weil er ein bisschen verwirrt ist. Wie er dann auch mal runterfliegt. Sobald er unten ankommt, fliegt er wieder hoch. Yay. Super Speed. Ist halt auch nervig in dieser Instanz, dass sie so verwinkelt ist halt. Nee, du hast noch CD. Oh. Kann mir was zu trinken einschütten, sehr schön. Ja, du lässt jetzt einfach, während er so da ist, wie er jetzt steht, einfach vor ihm sammeln alle in der Mitte und dann halt in die Richtung laufen, wo man halt hin muss, mehr dann. Links oder rechts, wo. Also wo er nicht anfängt halt. Genau. Und einfach, würde ich sagen, in der P2 sozusagen, wo er wegfliegt, dann macht er diese Feuerpfütze, dann lasst alle hier drauf gucken, auf der rechten Seite von der Brücke sammeln, dass wir die hinten ablegen und dann, wenn er wieder da ist, dass wir dann vorne in dem, also links. Linke Hälfte von der Brücke und sammeln, dass wir nicht in den Void stehen und dann halt wieder nach links oder rechts move. Stehen wir auch alle zusammen, einfach die Erz wegbomben und dann auf dem Bus weiter. Kannst du es vielleicht aufmalen? Painten? Okay, ich mach einen Paint. Stopp. Das soll jetzt vielleicht reingehen. Das war jetzt mega simpel erklärt, komm. Geht los. Ganz easy. Komm, ich hab einen Mark, sehr gut. Der macht ja auch schon die 14, okay, never mind. Ja, die macht er immer. Die anderen 14, die er, Achtung. Nach links. Die anderen 14, die er halt in der anderen Phase macht, die sind, nicht tempo, also nicht temporär, sondern nicht, permanent. So, das war das Wort, was ich suchte. Das sind halt nur so Einschläge, weißt du? Okay. Wenn die denn dort? Ja, da sollte man sich am besten, denke ich, also, auf eine Stelle stellen und dann einfach aushalten, glaube ich. Oh, scheiße. Andere Seite rüber. Ja, ich bin, hab den leider abbekommen. Das bedeutet, ich krieg von allen. Oh, merkt man gar nicht. Ding halt immer weg. Ja, die werden halt auch die ganze Zeit. Ich nehme jetzt einfach den Boss und ignoriere die Welt. Hero kommt. Oh ja, das ist ein guter Plan. Oh, ich glaube, der macht jetzt den Breath. Ich auch. Hat uns mal kurz getrollt. Jetzt macht er ihn. Jetzt rüber. Kannst du deinen nächsten Flugphase einmal machen, wenn ich so sage? Hast du es überhaupt noch? Nein, hat er gar nicht mehr, gell? Okay. Nein. War ja was. Können wir das vielleicht doch töten? Also, es macht schon Schaden, ne? Mit ja, es macht schon gut Schaden. Jetzt geht's. Lass es einfach hier mach stehen bleiben jetzt. Ja, dann kommt es. Ich meine, er landet auch jetzt. Zumindest im Normal ist es so, dass er dann landet. Aber es macht echt nicht so viel Schaden. Da ist er. Dreht euch dann mal, keine Ahnung. Ich bin mal hinter ihn. Komm zu mir.
Oh, ein Ratch. Was ist das jetzt? Oh. Jetzt ist er weg. Ich glaube, wir haben gewonnen, okay? Auch kurz Nein, leider nicht. Nicole haben wir gewonnen. Geh mal da weg, der kommt auch schon gleich. Ich würde lieber die Möglichkeit haben, von der Plattform runterzufallen. Nee, oder? Ja, doch, ist direkt angefangen. Okay, jetzt Hardmode, weil ich bin oben. Das war gerade wohl nicht Hardmode, ja? Nee. Jetzt erst. Also wartet einfach ganz kurz, dass die Welpen vielleicht kommen zu uns, weil das war jetzt so ein bisschen gerade. Wie viel AP haben die? Den kann man nicht einfach durchstunnen dann, oder braucht man die zu lange zum Sterben? Ja, die brauchen auf jeden Fall zu lange zum Sterben. Das liegt auf jeden Fall ein bisschen ungünstig. Einhüllendes Feuer kommt jetzt, steht hier in meinem Timer. So. Ich bleib hier einfach stehen. Man kann dem eh schlecht ausweichen. Geld. So, da sind die Ads. Die meisten haben wir da jetzt auch. Ist auch nicht so viel Schaden, der da von den Viechern kommt. So. Wenn er vor einem sammeln, so groß geht. Rechts. Er hat mich gegankt. Ja? Ganz leicht. Hast du was Stack mit? Das sind immer so viele Ads, ey. Das ist. Da sind auch wieder welche auf entkommen. Schon ein bisschen verbuggt. Nochmal rechts rüber. Achtung, nächste Phase gleich. Hast du eine LOH für dich? Ja, hatte ich. Bilder von mir. Hätte ich übernommen. Boah. Nochmal. Was tut er mit uns? Naja, ist eigentlich ganz gut. Dann geht das. Sind immerhin die kleinen Ads jetzt alle weg. Kannst du mit den Blutungsdebuff wegbabbeln? Oh, one mastery, never mind. Ich hab keine Aura Mastery. Ich schaute mal eben. Steht man nicht zu weit weg, vielleicht ist er deswegen weg. Kommt mal ganz nah an den ran. Sind schon wieder entkommen, ey, was ist das für ein Kacke? Wahrscheinlich, weil seine Welten die ganze Zeit evaded sind. Ja, aber was soll man da machen? Kommt mal raus, dass wir da mal wecken können. Danke fürs Sehen. Das mit einem Welpen ist das so. Ja, haben wir irgendwelche Stunts für sie? Ja, der hat zu viel AP, ne? Holy Wrath, halt aber. Routen, aber. Ja, ne? Also, Holy Wrath stand den natürlich, aber. Reicht halt nicht. War näher. Das ist halt jetzt irgendwie ein bisschen nervig, ne? Dass die Vayne. Kann man das irgendwie umgehen? Fangen also. Vielleicht liegt es an der Brücke, wenn es vor der Brücke sammeln, also. Ne, hier so ein paar Meter weiter vorne. Aber es stand denn immer noch auf diesem Anfangsteil von der Brücke gerade. Obwohl, es ist auch dumm, wenn wir alle da stehen, dann ist der Boss wieder da und dann macht seinen Breath dahin, das ist halt auch dumm. Also, dass ihr irgendwo falsch steht, meinst du? Nee, ich hab nur gedacht, dass wir uns vielleicht hier sammeln, dass vielleicht, dass die Brücke rumbackt mit den Ads, weil die vielleicht da so halb in der Luft. Hier reinkommen wir ja nicht, das Tor ist dazu. Ja, ja, nein, ich meine nur davor, ich will jetzt nicht weiter rein, ich muss nur am Pult. Dann. Platz davor. Meinst du jetzt in welcher Phase? In der. In allen Phasen, aber dann kommt ja der Breath dahin vielleicht. Ist halt dann doch auch doof. Ja. Könnte halt nur sein, wie gesagt, weißt du, dass die über die Brüstung quasi fliegen und dann immer resetten, dass es vielleicht irgendwie packt. Ich würde sagen, in der letzten Phase versuche ich ihn dann mal ganz bis auf die andere Seite, aufs andere Tor zu ziehen und ihr stellt euch mal alle auf die eigentliche Brücke und nicht halt auf das hier, auf diesem. Sims hier vor. Vielleicht hilft das ja. Mal gucken. Dann lass mal anfangen. Ich hatte auch das Raketenhühnchen, was damit zu tun. Was? Achso, das Raketenhühnchen. Das denke ich mal. Vielleicht schießt er dir jetzt ab. Also. Sehr wahrscheinlich sogar. Das schief mit oder so. Raketenhähnchen überlebt, oder was? Weiß es nicht.
Vielleicht kannst du irgendwas Tolles, wenn man... Ich hab hier irgendeinen... Ah, ist schon weg. Okay. So. Kommt alle mal Welpen. Ich mache immer nichts gerade. Ne, sie kommen trotzdem nicht alle auf die Brücke. Ich dachte, es liegt halt daran, weil ich zu früh... LCD ist an. ...den Stun mache, aber... Lassen wir jetzt alle mal nach links oder so. Ja, genau. Können wir dann machen? Achtung. Ja, das liegt daran, dass er auf der Brücke steht. Der Welpe war die ganze Zeit verwacht und dann ist Ben hierher gekommen und dann kam er. Ach so, also meinst du, wir sollten uns dann... Okay, das machen wir dann jetzt einfach mal so, dass wir uns vorne an der Brücke sammeln bei den Welpen. So wie ich es eben gesagt hatte. Ja, ja. Genau, liegt es echt an der Brücke. Ja. Schade, mein Divine Star funktioniert nicht. Ich habe ihn gelernt, aber es steht einfach da, Spell not learned. Kein Problem. Bei meiner Frostbomb ist es genauso. Die bekomme ich einfach nicht. Ja, du musst sie dir neu in die Leiste ziehen. Ja, mach ich die ganze Zeit auch. Ja, auch wenn der Spell wechselt, ne? Also das hat ja, ich kann gar nicht ein Spellbook bei mir. Ihr könnt ich Spell von mir dem, haben, ich will die alle nicht. Aus dem Talentding gezogen, ne? Ach, das geht? Tatsache. Ja. Dann ging's. Ziehst sehr cool. Das Spellbook raus? Hä? Ich zieh's immer über das Talentding raus. Ja, ich auch. Ja, ich wusste nicht, dass das geht. Geht schon immer. Ich bin neu in diesem Spiel, okay? Okay. Ich glaube, mein Divine Star, der wird auch nichts an Schaden machen, gehabt. Aber... Falsch nix. Kann er uns nicht helfen hier? Er hat doch eh nichts zu tun. Doch. Grip ihn mal, der ist verwirrt. Zeig ihn den Weg. Jetzt uns, ne. Er will nicht gegrabt werden. Nö. Nee. Schade. Jetzt einfach mal den Hammer, okay? Er hat Spaß Audi. An dem, was er macht. So. Okay, also in der Zwischenphase einfach hier vorne hin. Machen wir. Ich glaube, diese Einschläge sind auch ein festes Muster. Ich habe jetzt echt ganz erkannt, dass er einfach nur von links nach rechts geht oder von rechts nach links. Klar haben die ein Muster. Ich glaube schon, oder? Das sah so aus bei mir auf jeden Fall. Oder die Fall das Muster. Ja, das kann man aushalten. Das ist, bei mir sah es so aus. So, ich kann noch kurz. Ich esse noch kurz was, dann können wir. Random, mir ist nichts random. Okay, dann lass mal anfangen. Mal gewinnen wir. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, in der letzten Phase, wo er unten ist, sollten wir uns dann auf der Brücke sammeln, oder? Also, ja, weil er ist ja da auch wieder irgendwas gespawnt. Ne? Wenn da noch Ads da ja, gut, sind, okay, dann müssen wir ja. Erst da anmachen. Komm her, Porky. Ich kann auch blinken. Na gut. So. Müsste jetzt ja gleich wegfliegen. Theoretisch. Masse-Ill. Dann hier hin. Go, go. Ist damit das? Ne, da ist Safe-Pussy. Ob ich jetzt direkt Safe-Pussy sagen würde, aber. Scheint die aber nicht zu interessieren. Nicht alle. Ja. Oh, er ist ja wieder da. Der Base ja. Oh, ey, oh nein, ah. Oh. Oh. Er hat uns outplayed. Ah, die Freunde. Aber wahrscheinlich gehört es zur Bossmechanik, dass die Bane. Lauf mal auf die andere Seite, Svenin. Nach rechts. Ja. Lauf mal zum anderen Tor, auf die jetzt kommen. Ja, die sind doch alle da jetzt. Nee, da ist noch ein Welpen, der liegt dann noch. Nee, hin. Ne, der kommt nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn er... Ah, jetzt sind wir jetzt schon. Ach, keine Ahnung, ey. Lass den die Instanz abbrechen, da können wir ja nichts für. Geht ja nun mal nicht. Lass uns den Portal machen. Oh. Ja, ich auch, aber wie dir vielleicht aufgefallen ist, resettet er ständig. Das macht ja auch... Keinen Sinn. Oder meint ihr, es gibt hier einen Weg? Ich weiß halt nicht, warum das resettet ist.
Ich vermute mal, weil eventuell die Welpen evaded sind oder so. Ja gut, aber... Ne? Wir brechen auf jeden Fall jetzt hier diesen Teil ab. Bis zum nächsten Teil. Teil 8.